Guten Morgen. Schön, dass du da bist, dass ihr da seid an diesem Pfingstsonntag. Es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern meinen Geist, sagt Gott im Propheten Sacharja. Und diesen Gott wollen wir anbeten mit Liedern. Höher, der Löwe und das Lamm und Limitless. Ich lade euch ein, dass wir uns auf Gott ausrichten. Eine gesegnete Zeit dir. Zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst den Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Bleibt für alle Zeit, darum halt dich fest.
Oh,
God, you are limitless. Gott, für dich gibt es keine Grenzen, keine Beschränkungen. So war das letzte Lied, was wir gerade eben gehört haben in der Anbetungszeit vor diesem Gottesdienst, zu dem ich euch und Sie alle herzlich begrüße. Zu Hause an den Laptops, Computern, Fernsehern, aber auch in den LKGs an verschiedenen Orten. Schön, dass wir miteinander Pfingstgottesdienst feiern können. Und diese Unbegrenztheit Gottes, die waren Pfingsten damals zu spüren, als die Jünger den Heiligen Geist ausgeschüttet bekamen, als sie auf einmal in fremden Sprachen reden konnten, das Evangelium bezeugen konnten, als Grenzen zwischen Völkern, zwischen ja auch Klassen in der Gesellschaft aufgelöst wurden in Jerusalem. Ein grenzenloser Gott. Und deswegen wollen wir Gottesdienst miteinander feiern. Ein Abenteuer, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Und das war und ist dieses Pfingsttreffen 2020 auch noch für uns. Wir haben uns viel gefragt im Vorfeld. Wie wird das alles? Sich nicht treffen können, nicht in der Halle drüben sein können, sondern nur per Videokameras und Laptops, per Smartphone Programm anzubieten. Wie wird das nur mit digitalen Medien? Schalten sich überhaupt Menschen zu? Jugendliche, junge Erwachsene, Teenager? Aber wir haben erlebt in diesen 2 Tagen, das Abenteuer hat sich gelohnt. Und wir haben diesen Wochenspruch, der über der neuen Woche steht, erlebt. Es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht Gott der Herr. Dieser Vers im Propheten Sacharja ist etwas geheimnisvoll. Als der Engel das zu Sacharja sagt, was soll so geschehen? Der Text gibt nicht so eine richtige Antwort, empfinde ich so. Aber in Anlehnung an unser Pfingstthema, wachsen, glaube ich, auch wachsen geschieht durch den Geist Gottes. Wie er das bewirken will, da gibt uns unser Referent Fossi Bäumer in seiner Verkündigung eine Sehhilfe mit an die Hand. Daneben werden wir 2 Lieder miteinander singen. Wir werden auch ein Zeugnis hören und auch hoffentlich in den Gebeten und in einer Gebetszeit, in einer Gebetsgemeinschaft, auch mit digitalen Medien auch erleben, wie der Geist Gottes vielleicht uns Anliegen aufs Herz legt. Aber dieser Gottesdienst soll im Namen dessen gefeiert werden, der der Geber des Heiligen Geistes ist, nämlich im Namen Gottes des Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes, der eine Kraft für unser Leben ist. Amen. Ich habe es gerade schon gesagt, Smartphones dürfen gerne dabei behalten werden. Wir werden sie am Ende des Gottesdienstes brauchen. Aber wir wollen beginnen mit einem Lied, mit allem, was ich bin. Ein Liedblatt ist unter dem Video bei YouTube zum Download bereit. Lasst uns gemeinsam Gott loben. Erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Da, 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 da. Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht das Dunkel erhellt. Da, 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 da. Auch wenn ich mich verloren fühl, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme rufe ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein Gott. Deine Gnade erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Wasser die Wüste erfrischt. Da, 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 da.
erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit. Wie Licht das Dunkel erhellt, da, 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 da. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spür, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn ist mein Schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Du schenkst Leben, gibst mir Hoffnung für alle Zeit. Bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spüre, bist du nah. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Mit meiner Stimme ruf ich aus, du bist treu. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Von Herzen sing ich dir, denn du bist mein, du allein bist mein Gott. Mit allem, was ich bin, will ich dich loben. Auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht mehr spüre, bist du da. Ein spannendes Lied, ein herausforderndes Lied. Aber das ist erlebbar. Ein Abenteuer, auf das sich manche von uns eingelassen haben. Und von diesem Abenteuer erzählt uns jetzt Janina Betz. Aus einem Jahr wurden zwei und dann lief auf einmal nochmal alles anders. Janina Betz gibt uns einen Bericht, wie sie das erlebt hat. Hey, ich bin die Janina, ich komme vom CRB Steindl, gerade wohne ich aber in Moosbach in Baden-Württemberg. Hey, ich finde es mega cool, gerade hier dabei zu sein, CRB. War für mich so eine prägende Zeit. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich ohne den Jugendkreis wäre. Und Pfingsttreffen waren immer ein Highlight. Also cool, dass ich hier dabei sein darf und cool, dass du dabei bist. Ja, und ich freue mich jetzt ein bisschen was zu erzählen von meinen letzten beiden Jahren. Denn ich war für 2 Jahre auf einem Hilfs- und Missionsschiff unterwegs. Das heißt Logos Hope und ist ungefähr so lang wie ein Fußballfeld. Also nicht so breit, aber so lang. Und da sind 400 Christen drauf aus 60 verschiedenen Ländern. Das Ziel ist es, in den Häfen, die wir angefahren sind, den Menschen dort Hilfe und auch Bildung zu bringen, aber vor allem die Hoffnung, die wir haben in Jesus. Ja, es sind viele spannende Geschichten, aber ich mag euch vor allem eine Sache mitgeben, die ich in den 2 Jahren gelernt habe. Und zwar war es für mich ein Grund, wirklich auf das Schiff zu gehen, dass ich mehr von, zum einen von Gott erfahre, weil ich ihn im Jugendkreis kennengelernt habe, aber ich wollte wirklich sehen, hey, bist du der gleiche, den ich in Steindl kennengelernt, in meinem Kreis dort, bist du denn auch am Ende der Welt? Und natürlich wollte ich auch einfach mal weg und das hat sie sich angeboten nach der Ausbildung und
dann nach einer Zeit Arbeit, wo ich gesagt habe, jetzt ist nochmal die Zeit. Und schon sicher am Anfang von den beiden Jahren habe ich gemerkt, dass ich Gott ziemlich in so eine Box gesteckt habe in meinem Glaubensleben, dass alles da so schön reinpasst, in so einer schönen kleinen Box. Es hatte alles so seinen Platz. Ich weiß, wie man perfekt ein christliches Leben jedenfalls nach außen führen kann, wie man bestimmte Sachen macht, und Gott hatte auch seinen Platz und ich weiß, wie es funktioniert. Ich kann das Evangelium in 4 Punkten erzählen und damit ist meine Box zu. Und das war mein Glaube, den kann ich notfalls auch ganz schnell wegschieben. Und ich habe aber gemerkt, dass Gott so viel mehr ist. Und Gott hat mich herausgefordert, die Box nicht nur zu öffnen, zu sagen, hey Janina, traust du mir zu, dass ich so viel größer bin als die Art und Weise, wie ich dich oder wie du mich kennengelernt hast. Und leg doch die Box ganz weg. Und das war wirklich die Herausforderung für mich, nochmal neu zu starten. Und ich will aber auch sagen, dass das das Großartigste ist, wenn wir Gott nicht in die Box schieben, weil er passt da einfach nicht rein. Und trotzdem machen wir das Menschen so oft, also ich jedenfalls. Gegen Ende meiner Schiffszeit, als ich letztes Jahr im September bin ich vom Schiff gegangen, ein paar Monate zuvor, hat mich das Heimatbüro, also OM Deutschland ist das, die Missionsgesellschaft, haben die mich angeschrieben und gefragt, ob ich mir überlegen kann oder vorstellen kann, bei ihnen in der Personalabteilung einzusteigen, weil ich das zuvor auch schon gemacht hatte in meiner Firma. Und ich habe gesagt, hey, danke für die Anfrage, aber nee, ich weiß schon, was ich machen möchte. Ich möchte zurück in die Wirtschaft gehen und hatte es gar nicht so bedacht. Und habe gedacht, okay, als guter Christ soll ich ja Gott mal noch fragen, was er dazu denkt. Und er hat mir relativ stark klar gemacht, meine Gründe, warum ich das nicht machen möchte. Und ein Grund von mir war, dass ich nicht weiterhin von finanziell von anderen abhängig sein möchte. Und er hat mir gezeigt, wie sehr ich ihn erlebt habe in den 2 Jahren, wie ich ganz viele krasse Geschichten erzählen kann von seiner Versorgung, wie er mich 2 Jahre lang durchgebracht hat. Und ich aber trotzdem entschlossen habe zu sagen, ich will selber wieder für mich sorgen. Und Gott hat mich herausgefordert und sagt, Janina, du hast 2 Jahre lang diese Geschichten erzählt. Es kommt nicht nur darauf an, was du vor 2 Jahren erlebt hast oder die Zeit, sondern es ist jetzt und heute und traust mir jetzt und heute zu, dass ich das auch machen kann und willst du nach diesen Geschichten leben, die du auch immer erzählt hast, weil ich habe von seiner Versorgung schon viel erzählt. Ja, und das und auch andere Argumente hat mich überzeugt und dann habe ich mich entschlossen, dass ich jetzt hier in Mosbach, da ist die Zentrale von OM, arbeite und das mache ich seit Januar. Und gerade könnte ich mir nichts Besseres vorstellen. Ich bin krass dankbar für Gottes Versorgung. Ich weiß aber auch, dass das jetzt eine Entscheidung war, in der Gott mich geleitet hat, aber er mich täglich neu herausfordert. Und unsere Herausforderung ist es wirklich, ob wir ihm täglich neu gehorchen und sagen, Gott, was willst du für mein Leben? Gott aus der Box herausholen, sich ganz auf ihn einlassen und dann auch wirklich erleben, dass er versorgt. Danke, Janina, für diese eindrücklichen Impulse, wie du das selbst erlebt hast, wie das ganz persönlich und praktisch geworden ist. Ein Abenteuer mit Gott, sich auf ihn einzulassen und zu verlassen. Unser Referent Fossi Bäumer hat da auch viel erlebt. Und er lebt in Marburg, ist Dozent am Marburger Bibelseminar mit 3 verschiedenen Fächern, unter anderem auch geistliches Leben. Und auch er hat ein abenteuerliches Leben. Wir haben ihm ein paar Fragen gestellt. Ein paar sind schon in den letzten beiden Tagen beantwortet worden. Und jetzt gibt es nochmal für alle, die zum ersten Mal dabei sind, einen ersten Eindruck von Fossi. Jetzt unsere letzte Fragerunde für dieses Wochenende. Wie bist du zum Namen Fossi gekommen? Ich will ja nicht so tun, als ob das eine Frage ist, die ich vorher noch nicht gestellt bekommen habe. Also, in dem Dorf, wo ich herkomme, bekommen alle Jungs Spitznamen. Bei den Mädels ist es eher selten, aber wenn du mit 14 als Junge noch keinen Spitznamen hast, hast du echt ein Problem und solltest vielleicht lieber wegziehen. Von daher bemühst du dich auch irgendwie. Jedenfalls war das bei mir so. Ich hatte in der 1. Klasse in der Grundschule so einen fetten Kunsthaarpelzmantel an, geerbt von meinem Opa. Mein Opa war groß und ich war in der 1. Klasse, klein. Und das war so ein fetter Pelzmantel mit Kapuze, in dem ich völlig versunken bin. Also der Saum des Mantels schleift über den Boden, meine Hände waren nicht mehr zu sehen, mein ganzes Gesicht war eingehüllt von so einem schwarzen Pelz. Und ich ging dann so als schwarzes Pelzbündel über den schneeverschneiten weißen Schulhof
Und meine ganzen Klassenkameraden riefen dann, da kommt der Fossi-Bär. Wobei ich dazu erklären muss, ihr seid ja jung an Jahren. Ihr seid ja noch nicht so alt wie ich, der ich fast 80 bin. Es gab in den 70er Jahren die Muppet Show. Und da gab es Kermit den Frosch und Fossi den Bär und so. Man kennt diese, das sind so Puppen, die manchmal auch in der Sesamstraße vorkommen. Jedenfalls war ich dann dieser Fossi-Bär. Und am Anfang hieß ich auch Fossi-Bär oder Bärli. Und später ist es dann zu Fossi geworden. Und heute nennen mich die meisten eigentlich eher Foss. Okay. Ja. Es gibt nur eine Person, die mich nicht Fossi nennt. Also alle meine Schüler und Schülerinnen, auch mein Direktor und so, sagen alle Fossi oder Foss. Aber meine Mom sagt Schatz oder Engel. Okay. Spannend. Dann kommen wir zu einer ganz anderen Frage. Was war, wie du der Daniel dich angerufen hat, als, ja, wir machen jetzt Pfingsten doch, aber vielleicht nicht so, wie wir es normalerweise machen, sondern mit einem Livestream, wir nehmen was auf und wir spielen es dann ab. Was hast du dir gedacht? Mir wäre grundsätzlich lieber gewesen, mit echten Menschen zu tun zu haben. Das ist ja keine Frage. Da bekommt man auch nochmal eine andere Reaktion, wenn man mit, ich sage auch bewusst am Anfang meiner Predigt, ich möchte mit euch zusammen nachdenken, weil ich mich nicht als jemand verstehe, der da einfach seine Rede abspult. Und deswegen ist mir das wichtig, was für Reaktionen ich zurückbekomme. Von daher wäre meine erste Wahl natürlich echte Menschen gewesen. Auf der anderen Seite, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und bevor man jetzt sowas Cooles wie ein Pfingsttreffen absagt, ist es ja eher cool, einen Plan B zu haben und das Ganze digital zu machen. Und das ist jetzt nicht so, dass mich das völlig aus der Bahn geworfen hätte, weil wir ja auch, ich arbeite als Dozent. Das heißt, wir haben digitalen Unterricht gemacht mit Zoom oder ich habe Videos von mir aufgenommen und dann meine Schüler haben sich das angeguckt und so. Und wir haben bei uns an der Schule auch einen Kanal, wo wir immer mal wieder Videos aufnehmen über zu theologischen Themen oder aktuellen Fragen und so. Das war jetzt also nicht etwas, was mir schlaflose Nächte bereitet hat. Ja, im Gegenteil, also ich finde es auch cool, mal was anderes zu machen, was Neues zu machen, auch wenn ich das Reale cooler finde. Aber manchmal kann man das Coole ja auch wieder mehr schätzen, wenn man es nicht hatte. Ja, aber ich finde das grundsätzlich ein gutes Format. Ja. Okay, du hast gesagt, du willst Reaktionen hören zu deinen Predigten und dann schließt sich meine letzte Frage an. Du hast uns erzählt vom verlorenen Sohn, von dem Gleichnis, aber du hast eher dich auf den Sohn bezogen, der halt zu Hause geblieben ist und weiter jetzt vielleicht ein anständiges Christenleben geführt hat und einfach ja immer in den Gottesdienst gegangen ist, wie man es jetzt vielleicht auf die heutige Zeit übertragen würde. Aber was ist eine Möglichkeit oder so, da dran zu bleiben, vielleicht noch mehr ein Feuer oder auch da dran zu wachsen, einfach Gott als lebendigen Gott zu sehen? Naja, so ein bisschen kommt das ja gleich in der Predigt, dieses Wachsen und dem Heiligen Geist Raum geben. Grundsätzlich würde ich sagen, ich muss da erstmal Bock drauf haben. Und für mich selbst erkennen, geistliches Wachstum passiert nicht automatisch. Ich finde, das ist eines der geistlichen Gesetze, die ich bisher in meinem Leben irgendwie geschnallt habe. Das Einzige, was automatisch kommt, ist die Vermehrung der Falten in meinem Gesicht und die Vermehrung der Kerzen auf meiner Geburtstagstorte. Dazu muss ich nichts machen. Aber geistliches Wachstum ist kein Automatismus. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich kenne leider zu viele Leute, christliche Leute, die mehr Bibelwissen haben als ich und mehr Lebenserfahrung haben als ich, die aber, und das soll sich jetzt wirklich nicht überheblich anhören, aber die einfach unfreundlich sind oder verbittert, ganz unangenehme Persönlichkeiten haben. Und das muss man ja irgendwie erklären, woher das kommt. Also deswegen glaube ich, für mich ist das wirklich, das ist ein geistliches Gesetz, geistliches Wachstum, innere Freiheit. Die Umgestaltung des Herzens ist kein Automatismus, sondern das ist etwas, worauf ich mich einlassen muss. Also dämpft den Geist nicht, sagt Paulus. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden, dem Geist Raum zu geben, sonst überlasse ich es dem Zufall oder den Umständen oder den Personen, irgendwelchen Menschen, die mein Leben prägen. So. Also ich muss mich aktiv darauf einlassen, das Feuer zu haben, geistlich weiterzukommen oder wie auch immer. Meine persönliche Sache ist, dass ich ein Fan von geistlichen Übungen bin. Man hat die früher geistliche Disziplinen genannt. Ich nenne die lieber so geistliche Übungen der Frische oder der Freiheit und so. Und da mache ich viel im Unterricht zu. Ich unterrichte ja geistliches Leben unter anderem
wo wir dann verschiedene Sachen zusammen ausprobieren und gucken, was es alles gibt. Und da kann ich dann schauen, was passt zu mir, welcher Ort, welche Zeit. Und das muss ja auch nicht ewig die gleiche Übung sein. Wenn mein Leben sich verändert, dann können sich ja auch geistliche Übungen verändern. Für mich ist es nur wichtig, dass ich regelmäßig irgendwas mache, wo ich geistlich weiterkomme und wo ich meine Frische erhalte oder wiedergewinne. Ja, ich will es nicht dem Zufall überlassen, ob ich mit 70 ein verbitterter Frost bin oder ein fröhlicher, frischer Frost. Dann sind wir gespannt, was du uns heute noch in der Predigt mitgeben willst. Interessante Gedanken schon dabei, die zum Nachdenken bringen. Und damit wir weiterdenken können, darf der Fossi jetzt gleich seine Verkündigung anschließen, aber vorher möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Gottesdienst miteinander feiern dürfen, dass Sonntag ist, Pfingstsonntag, wo wir auch erleben durften und dürfen, du bist da, wo wir uns heute besonders daran erfreuen, dass du deinen Heiligen Geist geschenkt hast, uns gegeben hast. Und Herr, wir wünschen uns, das immer noch mehr zu verstehen. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das für mich, für unsere Jugendlichen, aber auch für eigentlich jeden Menschen, immer weiter dort hineinzuwachsen, diese Sehnsucht zu haben. Herr, schenk, dass wir die bekommen und dass wir vielleicht jetzt ganz aufmerksam sein können in der Predigt von Fossi, was er uns von dir, von deinem Geist auch sagen können und wie wir ja wachsen können mit diesem Geist, aber weil du das Wachstum selbst schenkst und derjenige bist, der das gibt. Herr, mach uns offen dafür. Lass uns bereit sein, uns von dir auch herausfordern zu lassen. Danke für deine Gegenwart und danke für auch die Momente, wo wir das schon selbst so erlebt haben. Du bist ein großer und guter Gott zu uns. Amen. Meine lieben Freunde, willkommen zu Predigt Nummer 3. Das Hauptthema des Pfingsttreffens ist ja Wachsen. Und ich habe gedacht, so als guter Theologe, Dreieinigkeit, gibt es eine Predigt, wo mehr Jesus im Mittelpunkt steht. Das hatten wir auch so, jünger werden, Jesus nachfolgen. Bei der letzten Predigt stand eher Gott, der Vater, im Mittelpunkt, also zum Vater, zu seiner Liebe hin wachsen und innerlich im Herzen wachsen und sich mehr geliebt fühlen. Das war die letzte Predigt. Und jetzt bei der dritten Predigt, die jetzt kommt, da steht mehr so der Geist Gottes, der Heilige Geist, also die Energie, der Strom und die Power Gottes im Mittelpunkt. Es geht so um abenteuerliches Leben. Und für manche Christen und Christinnen ist es abenteuerlich genug, wenn es mal keinen Bibeltext gibt als Predigtgrundlage, und das ist so. Nicht, weil ich keinen gefunden habe, sondern weil ich gedacht habe, tja, das ist für manche schon abenteuerlich genug und führt auch so ein bisschen ins Thema hinein, abenteuerliches Leben. Und ich lade euch ein, dass wir wieder uns 20 Minuten Zeit nehmen und uns Gedanken machen zu diesem Thema abenteuerliches Christsein oder Christsein als Abenteuer oder durch den Geist Gottes in ein abenteuerliches Leben hineingeführt werden oder vom Geist Gottes innerlich umgestaltet werden am Herzen. Wie auch immer ihr das nennen wollt, aber ihr wisst jetzt ungefähr, worauf ich hinaus will, und ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen nachdenkt über dieses Thema. Also ich mag das Wort Abenteuer, man könnte auch irgendein anderes wählen bei diesem Wachsen im Heiligen Geist. Aber ich mag einfach das Wort Abenteuer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja so Worte, die, da hat man einfach so einen Bezug zu. Also die lösen irgendwas in einem aus. Und es gibt so Wörter, die lassen einen eher kalt. Also zum Beispiel das Wort Eimer. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich haut das nicht aus den Socken, das Wort Eimer. Aber das Wort Abenteuer ist so ein Wort, was bei mir was auslöst, was so ein, wo so ein Sog entsteht und wo ich direkt irgendwie Bock habe. Und ich hoffe, das ist bei euch auch so. Also Abenteuer. Also das ist irgendwie aufregend und nicht vorhersagbar, nicht vorhersehbar und überraschend, fordernd, spannend. Jesus möchte, dass unser Leben mit ihm abenteuerlich ist. Und deswegen sendet er uns auch seinen Strom. Also seine Inner Energy, seinen Heiligen Geist. So. Viele Christen und Christinnen wollen das eher nicht so. Die sagen dann so, ja, Christsein ist eher so schön bürgerlich sein und brav sein und ordentlich sein und eben gerade nicht aufregend und unvorhergesehen so. Ich bin ja gerade Christ, damit alles vorhersehbar ist, was kommt in meinem Leben. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich das Neue Testament lese, Apostelgeschichte, die Evangelien, auch das, was Paulus sagt,
das ist schon eher nicht in geordneten Bahnen, sondern da passiert irgendwas, was ich vorher nie schon wusste. Sondern das ist irgendwie so ein bisschen, wo ich auch mehr angewiesen bin auf die Power Gottes, weil es mit meiner eigenen Kraft auch nicht so richtig auf die Bahn zu kriegen ist. Abenteuer. Also ich glaube, wenn bei manchen Christen und Christinnen das Leben mit Jesus nicht so ultra abenteuerlich ist, sondern eher staubtrocken und Spinnweben verhangen, dann liegt das nicht an der Bibel oder an Jesus oder an der Schwachheit des Heiligen Geistes, sondern es liegt eher an der Persönlichkeit dieser Leute. Wir können den Geist Gottes dämpfen. Das steht in unserer Macht. Paulus sagt das. 1. Thessalonicher Brief, dämpft den Geist nicht. Und der Geist Gottes ist der Geist des Abenteuers, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also der Geist des Wachstums, der Geist der inneren Umgestaltung, der Geist des Lebens, der Geist der Heilung. So, ja, der Geist des Abenteuers. Und den kann ich dämpfen. Das steht in meiner Macht. Aber ich kann es natürlich auch nicht tun. Aber es ist meine Entscheidung, ob ich dem Geist Raum gebe für Neues und Abenteuerliches, Unvorhergesehenes, oder ob ich einen Geist auf Sparflamme drehe in meinem Leben und eher so ein vorhersagbares Leben führe, weil das zu meiner Persönlichkeit passt. So. Ja, also wie ist denn das bei euch? Wie abenteuerlich ist denn euer Christsein? Wir können ja gerade mal so einen kleinen Versuch machen. Ich sehe das nicht, weil wir das mit Kamera machen und so. Aber wir können es ja trotzdem mal machen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Also wenn du deinem Leben Abenteuerpunkte geben solltest. Ein Abenteuerpunkt ist, dein Leben ist mega, ultra, nicht abenteuerlich. Und 10 Punkte ist, dein Leben ist mega, ultra, ultra abenteuerlich. Ja, Skala 1 bis 10. Wie viele Abenteuerpunkte würdest du deinem Leben jetzt gerade geben? Also würdest du deinem Leben 1, 2, 3 oder 4 Abenteuerpunkte geben? Überleg mal. Oder würdest du deinem Leben 5 Abenteuerpunkte geben? Oder 6? 6 Abenteuerpunkte. Oder würdest du deinem Leben 7 Abenteuerpunkte geben? Oder sogar 8? Würdest du deinem Leben 9 Abenteuerpunkte geben? Oder 10? Ich weiß es, ich kenne euch auch nicht. Aber ich glaube, es ist gut, mal darüber nachzudenken. Also wie viele Abenteuerpunkte hat mein Leben? Und wie könnte ich dafür sorgen, dass es ein paar mehr werden? Oder warum habe ich Angst davor, dass es ein paar mehr werden? Das ist ja total spannend, darüber nachzudenken. Und deswegen machen wir das auch, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Also, Christen, Christinnen fragen ja ganz oft so, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Das hört sich jetzt auch erstmal sehr fromm an, oder? Hat wahrscheinlich niemand von euch irgendwas gegen auszusetzen, gegen diesen Satz oder diese Frage. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Aber halt, ist es eigentlich wirklich so fromm, wie es zum Anfang klingt? Weil es geht doch gar nicht mehr um mein Leben. Ich bin doch mit Jesus gestorben, schreibt Paulus im Römerbrief. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, schreibt Paulus im Galaterbrief, Galater 2. Also wenn ich sowas frage wie, Jesus, was ist dein Wille für mein Leben, ist es vielleicht gar nicht so fromm, wie es sich anhört zuerst. Sollte ich nicht vielleicht andersrum fragen und sagen, Jesus, benutze mein Leben, damit sich dein Wille erfüllt? Hört ihr den Unterschied? Es ist vielleicht nur erstmal ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es ein größerer Unterschied. Ob ich frage, Jesus, was ist dein Wille für mein Leben? Oder ob ich sage, Jesus, benutze mein Leben, damit sich der Wille Gottes erfüllt. Was ist der Wille Gottes? Dass den Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sind immer die beiden Dimensionen, die uns in der Bibel begegnen. Ja? Menschen, Gott. Der Wille Gottes ist, dass den Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Beziehung zu den Menschen, Beziehung zu Gott. Und das ist meines Erachtens tatsächlich ein Unterschied. Ob ich frage, Jesus, was ist dein Wille für mein Leben? Da stehe ich irgendwie so am Ende der Frage und im Mittelpunkt dieser Frage. Oder ob ich sage, Jesus, benutze mein Leben, damit sich der Wille Gottes erfüllt. Wir beten ja schließlich auch im Vater unser, dein Wille geschehe. Ja? Herr, benutze mein Leben, damit dein Wille geschehe. Und das ist dann tatsächlich abenteuerlich, weil es dann gar nicht mehr darum geht, dass ich ein gutes, gesegnetes und bequemes Leben habe, was dann irgendwann so in die große Glückseligkeit am Ende der Zeiten einmündet, sondern es geht darum, dass mein Leben ein Mittel ist, was Gott benutzt,
damit sein Wille sich erfüllt. Und was ist sein Wille? Damit, dass die Menschen von ihm hören und dass möglichst viele zu ihm kommen und ihn als ihren Gott und Schöpfer und König anerkennen und in seine Liebe hineinkommen können. Das ist der Wille Gottes. Und ich bin ein Mittel, was Gott benutzt, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist abenteuerlich. Da kommt was auf mich zu, was ich noch nicht vorher weiß, was ich auch nicht unter Kontrolle habe, was ich nicht plane, weil es eben gar nicht um mein Leben geht, sondern es geht darum, dass der Wille Gottes sich erfüllt. Kardinal Soenens, ein katholischer Kardinal aus Belgien, der hat mal gesagt, lebe so, dass dein Leben sinnlos wäre, gäbe es keinen Gott. Ich liebe dieses Zitat, ich finde das total geil. Lebe so, dass dein Leben sinnlos wäre, gäbe es keinen Gott. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Herrschaften, aber also ich stehe immer mal wieder so in der Versuchung, dass ich mein Leben so plane, dass beide Möglichkeiten in Ordnung gingen. Also wenn sich am Ende rausstellt, dass das Ganze mit dem Glauben doch nur Einbildung war, dann war mein Leben trotzdem irgendwie ganz cool. Das kann man so machen. Das ist okay. Aber mit einem solchen Leben kann Gott weniger verändern. Also mit einem solchen Leben kann Gott weniger reißen. Da kann sich der Wille Gottes einfach weniger erfüllen. Und deswegen will ich gerne mit ganzer Kraft nicht so leben, sondern diese Frage für mich stellen. So, lebe so, dass dein Leben sinnlos wäre, gäbe es keinen Gott. Weil ich glaube, dass Gott für uns, für mich Veränderungen im Sinn hat. Dass Gott mein Leben benutzen will. Dass die Menschen erkennen, dass er unser Vater ist, der Schöpfer, der König der Welt. Aber ich habe das in der Hand. Also ich kann den Geist Gottes dämpfen oder ich kann ihn wachsen lassen. Diese Macht habe ich. Diese Entscheidung liegt bei mir, sagt Paulus. Dämpf den Geist nicht, sondern lass den Geist Gottes in dir wachsen und groß werden, dein Herz verändern und dein Leben zu einem abenteuerlichen werden. Ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen. Für die Leute, die zum ersten Mal jetzt so eine Predigt mithören, ich erzähle Geschichten immer hier am Tisch, ja, damit so ein bisschen Bewegung in der digitalen Welt ist. So, also ihr könnt mit mir mitgehen und dann erzähle ich euch eine kurze Geschichte, die zum Thema passt. Also, ich war mal bei einem Pfingst-Jugendtreffen als Verkündiger eingeladen. Man soll es kaum für möglich halten, aber es ist auch schon bestimmt 20 Jahre her. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, in Lachen. Das ist ein Diakonissen-Mutterhaus und da gibt es auch ein Pfingst-Jugendtreffen, da war ich Verkündiger. Und am Sonntagmorgen war da so eine Tanzgruppe von hübschen Mädels und die Leiterin dieser Tanzgruppe, die selbst auch mitgetanzt hat, die 22 Jahre, ich war damals 28, glaube ich, oder 29, jedenfalls war die ultra hübsch. Also sie war so, dazu gibt es auch keine Worte, die waren so, ich war völlig weggeflasht. Das war so, als ob mir jemand einen gigantischen Industrieföhn direkt vor mich hingestellt hätte. Ich saß da die ganze und war völlig bewegungslos und fassungslos und wortlos, als sie da, naja. Jedenfalls bin ich viel schüchterner, als ich vielleicht aussehe. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, sie nach dem Gottesdienst anzusprechen. Und habe mich dann maßlos über mich selbst geärgert und über meine Schüchternheit und bin dann nach Hause gefahren. So, eine Woche später ich war damals beim EC im Landesverband und war so dann jeden Abend woanders in irgendeinem Teamkreis und irgendeinem Jugendkreis. Und an diesem Abend war ich in einem Jugendkreis eingeladen, die Woche später. Und der Sohn von meinem Kollegen, der war eingeladen auf eine Party am Marburger Bibelseminar. Wer hätte gedacht, dass ich da jemals selbst als Dozent arbeiten würde? Naja, jedenfalls habe ich gesagt, hier Sammy, ich kann dich da abladen, kein Problem, ich fahre sowieso in die Richtung. Dann habe ich also den Sammy eingepackt. Ich fuhr zum MBS und der Sammy sprang raus aus dem Auto. Ich guckte in den Rückspiegel, um meinen Wagen zurückzusetzen. Und wen sah ich da? Sie. Ich sprang also aus dem Auto raus, rannte zu ihr hin und sagte, hey, kann ich dich auf ein Bier einladen? Und erst in diesem Augenblick ist mir aufgefallen, dass ich das ja gar nicht kann, weil ich viel zu schüchtern bin. Und ich habe das so ein bisschen als Lebensmotto für mich mitgenommen seitdem. Also tu etwas, bevor dir klar wird, dass du es gar nicht tun kannst. Ich fand jedenfalls erstaunlicherweise hat sie auch ja gesagt. Und wir haben uns dann für eine Woche später verabredet. Das war ein cooler Donnerstag. Wir waren zuerst im Christustreff, also in so einer Studentengottesdienst-Ding. Danach waren wir in meiner Lieblingskneipe im Sudhaus, im Alten. Und danach sind wir noch zum Donnersdance.
Das war so ein, wie der Name schon sagt, Donnersdance. Das war so eine Tanzveranstaltung, die donnerstags abends war. So. Und wir fuhren mit meinem Wagen dann zu diesem Tanztreff-Ding-Party hin. Und ich hatte in meinem Auto, weil ich donnerstags immer Theaterprobe habe, also bevor ich nach Marburg fuhr, um sie abzuholen, hatten wir noch Theatergruppe in Bad Hersfeld. Und ich hatte noch... Und ich hatte von der Theaterprobe noch diesen Hut auf dem Rücksitz von meinem Wagen liegen. Und wie sich herausstellte, war die Rebecca, also so hieß die Hübsche, eine sehr abenteuerliche Dame. Und sie sagte dann so, als wir ausstiegen, um auf die Party zu gehen, sah sie den Hut da und sagte, hier Voss, sag mal, lass uns doch Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Ihr kennt ja Steine, Schere, Papier, ja? Und wer verliert, muss den ganzen Abend diesen Hut tragen. Und das war nicht Karneval oder so. Also es war einfach eine ganz normale Disco. Und wobei, ich meine, ihr kennt mich ja nicht, aber ich bin der Meister des Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, also da kann mir keiner was. Und deswegen sagte ich in großer Selbstsicherheit, Rebecca, kein Problem. Wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Und wer verliert, trägt den ganzen Abend diesen Hut. Ja, ihr seid klug. Ich sehe das ja von hier. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich verlor. Und hatte also dann den ganzen Abend bei dieser Tanzveranstaltung, bei der mich einige Leute auch kannten, diesen Hut auf. Weswegen erzähle ich euch diese Geschichte. Erinnert euch wieder an dieses Zitat bitte. Ja? Lebe so, dass dein Leben närrisch wäre, gäbe es keinen Gott. Ich glaube, dass das wirklich ein ganz gutes Rezept ist, um zu gucken, wie abenteuerlich kann mein Leben mit Jesus eigentlich sein. Also wie viel Abenteuer will ich eigentlich, dass der Heilige Geist in meinem Leben baut? Also will ich das eigentlich? Lebe so, dass dein Leben närrisch wäre, gäbe es keinen Gott. Also Geld weggeben, mitarbeiten in der Gemeinde, ehelich treu bleiben, ehrlich sein, nicht immer den eigenen Vorteil suchen, beim Grillen nicht immer der Erste sein, der sich den größten Lappen auf den Teller holt. So, das ist ja nicht normal. Frieden stiften, mit sonderbaren Leuten trotzdem nett umgehen. Aber das, darum geht's. Ja, sich innerlich umgestalten lassen, am Herzen arbeiten zu lassen, die Gaben des Geistes einzusetzen zum Wohl der Leute in der Gemeinde und zum Wohl der Menschen um mich herum. Lebe so, dass dein Leben närrisch wäre, gäbe es keinen Gott. Aber Gott sagt, ich verspreche dir, mein Kind, dass dein Leben ein aufregendes Abenteuer wird, wenn du meinen Geist nicht dämpfst, sondern wenn du meinen Geist in dir wachsen lässt und wenn du in der Power des Heiligen Geistes auch weiter wächst. Wenn du mir vertraust und je mehr du mir vertraust, desto abenteuerlicher wird dein Leben. Je weniger du den Geist in dir dämpfst, desto abenteuerlicher wird dein Leben. Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass der Glaube an Jesus zwei Dimensionen hat. In der ersten Dimension geht es darum, dass ich in den verschiedenen Bereichen meines Alltags darauf vertraue, dass es gut ist, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Das ist ja ein Vertrauen. Also ich vertraue darauf, dass es gesund ist, so zu leben, wie Gott das möchte. Ich vertraue darauf, dass es gesund ist für mich und meinen Magen und auch für die Leute, die das Pech haben, mich zu kennen. Das ist die erste Dimension von Glauben. Ich vertraue darauf, dass das, was Gott sich da ausgedacht hat, gut und gesund ist für mich und die anderen. Und die zweite Dimension des Glaubens, die besteht darin, Gott auch in den Unmöglichkeiten zu vertrauen. Also etwas zu machen, was ich noch nie gemacht habe oder wohin zu gehen, wo ich noch nie war oder etwas zu tun, was meine Kraft übersteigt oder nett zu Menschen zu sein, wo meine Liebe nicht mehr ausreicht. Oder ein Leben zu leben, was für andere einfach verrückt ist. Jesus behält für mich ein Leben voller Abenteuer bereit. Der Geist Gottes hält für mich abenteuerliches Leben bereit. Und ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, seine Fingerabdrücke in meinem Leben zu hinterlassen. Dass Gott sich danach sehnt, mein Leben zu benutzen, damit sich sein Wille für die Welt erfüllt. Und ich glaube fest daran, dass mir Jesus am Ende meines Lebens diesen Hut zeigen wird und er wird sagen, Voss, für andere hat er vielleicht ausgesehen wie ein Narrenhut, aber in Wirklichkeit war es eine Königskrone, die Krone eines
eines Königskinds. Ich möchte euch noch zwei ganz kleine Geschichten erzählen, wo ich glaube, dass die abenteuerlich sind. Ich will nämlich nicht, dass der Eindruck entsteht, dass abenteuerliches Leben gebunden ist an ein bestimmtes fernes Land oder eine bestimmte Art zu leben. Wisst ihr, was ich meine? Oder einen bestimmten Beruf zu haben. Abenteuerliches Leben kann ich in jedem Land, in jedem Beruf, in jeder Familienkonstellation oder in jedem Leben haben. Es ist eine innere Einstellung. Es geht darum, dass ich den Geist Gottes nicht dämpfe, sondern dass der Geist Gottes in mir wächst. Und dann ist es egal, ob ich hier lebe oder in einem fernen Land, ob ich den Beruf habe oder einen anderen Beruf oder ob ich der erste Mensch auf dem Mars bin oder eben nicht. Deswegen zwei ganz kurze Abenteuergeschichten, mit denen ich das so ein bisschen veranschaulichen möchte, was ich meine. Die Geschichten spielen beide auf dem J-Camp. Ich hatte ja schon erzählt, ich war 10 Jahre lang Landesreferent für den EC in Hessen. Und eine Sache, die ich da so gemacht habe, war das J-Camp. Das war unser Jugend-Teenie-Evangelisationszeltlager, was auch immer noch läuft, was total cool ist. So. Na jedenfalls, an einem Abend, wir hatten morgens so Bibelarbeiten, die habe ich gemacht, die waren eher so gedacht für Leute, die schon Christen sind. Und abends gab es dann so evangelistische Abende, wo auch zum Glauben eingeladen wurde. Na jedenfalls, an einem Abend saß ich so vor dem Haus noch, da gab es so einen Bistro-Bereich. Und dann kam ein Mädel zu mir und sagte, Voss, ich würde gerne mit dir reden, ich komme so ganz schlecht mit meinen Eltern klar und das ist mit meinen Geschwistern und das ist alles total schwierig und unaushaltbar und könnte ich mit dir darüber reden. Und ich habe dann so für mich, mein erster Gedanke war, ja natürlich kann ich das, aber jemand anderes könnte es eigentlich besser. Ich bin selbst Single und ein guter Kumpel von mir, der Michel, der ist verheiratet gewesen, hatte 3 Kinder und mein erster Gedanke war so, das Gespräch mit diesem Mädel könnte der Michel wahrscheinlich besser führen, weil der sich einfach noch mehr in die Situation hineinversetzen kann als ich. Ich habe mich aber nicht getraut, jetzt darum zu beten, dass der Michel da jetzt plötzlich um die Ecke kommt. Weil, ich meine, das war dunkel, das war nicht zu sehen, es waren über 300 Leute auf diesem Gelände und so. Ich habe mich also nicht getraut zu beten. Und ich habe noch gerade gedacht, dafür kannst du jetzt nicht beten, Genau in diesem Augenblick kommt der Michel um die Häuserecke rum. Ja? Und ich guckte den Michel an. Das Einzige, was ich rausbrachte aus meinem Mund, war sein wörtliches Zitat, auch wenn ihr das nicht glaubt. Ich weiß nicht, ob ihr Asterix und Obelix kennt. Es gibt ein Band, wo der Obelix Falbaler trifft. Ja? Und da sagt er genau das. So. Und das ist auch das Einzige gewesen, was ich da... Glücklicherweise schien der Michel die Auslegung der Zungenrede zu haben oder irgendwas anderes. Der kam jedenfalls auf mich zu. Und es ist dann wirklich total gut gewesen, jetzt mal abgesehen von dem Joke. Es war total gut. Der Michel war sofort offen dafür, das Mädel auch. Und die beiden hatten dann ein super gutes Gespräch. Und ich habe so gedacht, wie geil ist das denn? Also das ist Abenteuer. Also ich will nicht den Eindruck vermitteln, dass abenteuerliches Christsein nur geht, wenn ich missionar in einem fernen Land bin. Oder der erste Astronaut oder die Astronautin auf dem Mars. Natürlich darf ich das missionarisch in ein fernes Land gehen. Oder einen anderen Beruf wählen. Oder was weiß ich. Aber Abenteuer ist nicht gebunden an einen bestimmten Lebensstil, an einen bestimmten Job oder ein bestimmtes Land. Es ist ein innerliches Wachsen, ein innerliches den Geist nicht dämpfen. Die andere Geschichte, die ich euch noch kurz erzählen will, auch beim J-Camp, einfach nur einen Tag später, also einen Abend später. Der Viktor ist 16 Jahre alt, kommt zu mir und sagt, hier, Voss, kann ich noch mit dir reden? Und ich hatte gerade noch ein Gespräch mit der Thea, mit einer Mitarbeiterin. Und wir mussten dann noch irgendwas organisieren. Ich habe dann also eine halbe Stunde lang mit der Thea noch geredet und den Viktor völlig vergessen. Und als dann das Gespräch mit Thea fertig war, stand ich auf und sah den armen Viktor da sitzen. Er hat eine halbe Stunde im Dunkeln saß und auf mich, ich war völlig unhöflich. Na jedenfalls ging ich dann zu Viktor und sagte, Viktor, was wolltest du nochmal von mir? Und der Viktor sagte dann, naja, ich würde mich gern bekehren. Und ich dachte, ach du Scheiße, der Heilige Geist muss wirklich groß sein, dass er trotz meiner Unhöflichkeit, na jedenfalls sind wir dann also ein Stück weggegangen, der Viktor ist dann Christ geworden. Ja, das war total cool. So. Das war am Samstag. Am Dienstag bekomme ich eine E-Mail vom Viktor und diese E-Mail, da stand im Betreff drin, meine ersten Tage als Christ in der Schule.
Und die Mail war wirklich traurig, also weil der dann, der wurde gemobbt und gedisst und fertig gemacht und ausgelacht und gute Kumpels sagten hier, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben und so, und deswegen schickte er mir diese Mail. Und ich habe ihm dann versucht, ein bisschen Trost zu spenden, ein bisschen was zu schreiben und so. Und am Donnerstag bekam ich noch eine Mail von Viktor. Und in dieser Mail hat er dann Folgendes geschrieben. Es wurde nicht besser in der Schule. Er wurde immer noch gedisst und so. Und dann hat er es irgendwann nicht mehr ausgehalten und hat seinen besten Kumpel Maurice angerufen mit dem Handy. Der war auch 16, war aber auf einer anderen Schule. Und dann rief der Viktor also den Maurice an, einfach mal, um seine Stimme zu hören und so. Und der Maurice am Telefon sagte, ja, hier ist der Maurice, was willst du denn? Und der Viktor druckste so rum, hat sich nicht so richtig getraut zu sagen, was los ist und so. Und der Maurice dann so, hier, sag mal, Viktor, du hast doch irgendwas auf dem Herzen. Jetzt hau doch mal raus. Und der Viktor, ja, also, um ganz ehrlich zu sein, also wie soll ich sagen, ich bin ein Christ geworden. Ich habe mich auf dem J-Camp bekehrt. Totenstille. Und dann sagt der Maurice, ich auch, aber ich habe mich nicht getraut, dir das zu sagen. Es war mir zu peinlich. Und das Lustige war, die beiden haben zusammen in einem Zelt gewohnt und haben sich am gleichen Abend bekehrt, haben sich aber nicht getraut, es dem anderen zu sagen, weil es ihm zu peinlich war. Und ich finde sowas einfach total geil. Sowas kannst du doch mit Geld nicht kaufen, oder? Das ist für mich Abenteuer. Das habe ich nicht unter Kontrolle, das habe ich nicht im Griff. Sondern das passiert einfach, glaube ich, wenn man dem Geist Gottes Raum gibt und wenn man dem Geist Gottes Möglichkeiten gibt, zu wirken. Noch ein letzter Gedanke. Lebe so, dass dein Leben sinnlos wäre, gäbe es keinen Gott. Mein letzter Gedanke ist folgender. Viele Christen und Christinnen, die schon seit etlichen Jahren oder sogar Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind, klagen oft darüber, dass das Leben früher so abenteuerlicher war. Die frommen Leute haben dafür so auch so bestimmte Ausdrücke. So das Feuer für Jesus war früher heller oder so, gibt es manchmal so Ausdrücke. Aber dahinter steckt ja der Gedanke, dass anscheinend das Abenteuerliche oder das Feuer für Jesus im Laufe der Jahre so ein bisschen abnimmt oder zu einem Glimmen und Glosen wird. Woran liegt das? Also ist das einfach so, dass Jesus auf die Dauer nicht mehr so abenteuerlicher ist? Oder dass der Heilige Geist im Laufe der Zeit auch einfach ein bisschen schwächer wird so? Naja, ihr hört schon an meiner rhetorischen Frage, vermutlich ist das nicht so. Aber woher kommt das dann? Ich habe neulich ein Buch gelesen von Irvin McManus, ein Pastor aus den Vereinigten Staaten, der hat ein Buch geschrieben, Gottes Träume leben. Und er schreibt da Folgendes drin. Sobald etwas gewiss ist, ist dafür kein Vertrauen mehr nötig. Seien Sie nicht überrascht, wenn das, was Gott früher von Ihnen verlangte, für ihren Glaubensweg heute nicht mehr ausreicht und sie einfach nicht mehr vom Hocker haut. Das, was am Anfang unseres Glaubens das Äußerste ist, kann nicht mehr der Maßstab für unser Leben sein, wenn wir reifer geworden sind. Ich glaube das. Was ihr damit sagt, ich will das vielleicht an einem Bild deutlich machen. Ihr wisst, ihr kennt ja alle ein Schwimmbad. Und ihr kennt auch Schwimmbäder, wo es dann so Sprungbretter gibt. Und stellt ihr vor, da gibt es dann so einen Einer. Der Einer heißt Einer, weil der ein Meter über der Wasseroberfläche ist. Man könnte das Ding auch Herbert nennen, aber das würde Verwirrung stiften. Also deswegen nennt man das Ding Einer. So, und jetzt stell dir vor, du bist noch nie in deinem Leben von diesem Einer gesprungen. Du gehst dann also auf diesen Einer mit wackeligen Knien und bum, 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 ja, Herz und so. Du gehst auf diesen Einer und nimmst dann alle Kraft zusammen und allen Mut, den du hast, aus den letzten Winkeln deines Leibes. Und dann springst du da von diesem Einer runter. Und du überlebst, erstaunlicherweise, und krabbelst dann wieder da ans Ufer, an den Beckenrand, wollte ich sagen, und dann gehst du nochmal drauf. Was passiert beim zweiten Mal auf dem Einer? Deine Knie wackeln nicht mehr ganz so krass und dein Herz ist nicht mehr ganz so außer Rand und Band. Du springst wieder runter, überlebst, gehst zum dritten Mal auf den Einer. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Nach dem 10. oder 15. Mal ist eine locker Sache. Ja, kannst du nebenher noch ein Eis essen? Kannst du nebenher noch Shakespeare lesen? Das ist einfach der eine, hey, einer, alter Kumpel, ich nenne dich Herbert. Wisst ihr, was ich meine? So. Und auf den Glauben übertragen. Das ist doch so unser Glaubensding. Und das ist doch total logisch. Wenn ich frisch Christ bin, dann sind viele Sachen noch völlig abenteuerlich und erfordern ganz viel Glaubensvertrauen. Aber wenn ich das dann jahrelang mache, ist das doch normal. Das liegt aber nicht daran, dass Jesus dann nicht mehr so abenteuerlich ist.
Es ist eigentlich sogar ein gutes Zeichen, dass ich nicht mehr vor Angst zittere, wenn ich vom Einer springe. Aber viele Christen und Christinnen, die ich kenne, bleiben dann dabei und trauern der Zeit nach, wo es abenteuerlich war, vom Einer zu springen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will, Herrschaften? Der Dreier. Ich glaube nämlich, dass Jesus in Wirklichkeit schon auf dem Dreier steht und sagt, hey, Voss, komm mal her. Und wenn du dann die Treppe zum Dreier hochgehst, mit zittrigen Knien und schlagendem Herzen und dann vom Dreier da runterguckst, in diese endlosen Tiefen, dass du es dann aber doch irgendwie hinkriegst, da runter zu hüpfen und zu überleben. Und das Ganze machst du dann 10-mal und 15-mal. Was passiert dann? Du gehst auf den Dreier und sagst, hey, Kumpel, so, wir kennen uns ja schon lange und so, Dreier, kein Problem. Und dann springst du vom Dreier runter. Es wird dann zum Problem, wenn du dann bis zum Ende deines Lebens auf dem Dreier stehst und dein Leben einfach nicht mehr abenteuerlich ist. Was ist die Lösung? Hebe deinen Blick auf zum Fünfer. Jesus steht schon auf dem Fünfer und sagt, wenn du mehr Abenteuer willst, ich zwinge dich nicht, aber wenn du mehr Abenteuer willst, es gibt hier noch den Fünfer. Und jetzt, ihr kennt die Geschichte, ihr seid kluge Menschen, ihr wisst, wie sie weitergeht. Auf dem Fünfer, hebe deine Augen auf zum Siebener. Auf dem Siebener, hebe deine Augen auf zum Zehner. Auf dem Zehner, hebe deine Augen auf nach Acapulco. Also da gibt es so Klippen, 30 Meter hoch und so. Es ist ja auch nur eine Metapher, es ist ein Bild, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Jesus behält Abenteuer für mich bereit. Ich muss nur vielleicht nochmal auf eine andere Level gehen. Ich muss nochmal ein anderes Stadium oder eine andere Phase oder so. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit, es ist kein Zwang, aber es besteht die Möglichkeit, dass mein Leben nochmal so abenteuerlich wird wie am Anfang, aber eben an einem anderen Ort oder in einer anderen Weise oder in einer anderen Level. Das glaube ich tatsächlich. Wobei, manche Dinge werden sicher niemals Routine. Bei manchen Dingen braucht es immer wieder den gleichen Glaubensschritt. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ich würde euch gerne am Schluss noch ein paar Fragen vorlesen, die mit dem Thema zu tun haben, und dann euch noch einen kurzen Text vorlesen. Und vielleicht ist es für euch eine Hilfe, wenn ihr die Augen zumacht und euch das vorlesen lasst, weil ihr dann vielleicht ein bisschen besser denken könnt und zuhören könnt. Ja, ich lade euch ein, die Augen zuzumachen und euch das von mir vorlesen zu lassen. Bist du offen für die Abenteuer von Jesus? Blickst du offen nach vorne? Wo musst du noch mehr lernen, loszulassen und Jesus zu vertrauen, dass es gut und gesund ist, wozu er dich einlädt? Vielleicht hat Jesus schon seit einiger Zeit bei dir angefragt. Heute könnte der Beginn für ein neues Abenteuer sein. Sehnst du dich überhaupt nach Abenteuern in deinem Leben? Wenn nicht, woran liegt das? Hast du Angst? Bist du zu bequem? Hast du keine guten Vorbilder? Wo sind Personen in deinem Umfeld, die ein abenteuerliches Leben führen? Verbringe einen Tag mit ihnen. Vielleicht ist dein Leben mit Jesus längst total abenteuerlich für andere, aber du bist total fixiert auf eine bestimmte Art von Abenteuern und weißt gar nicht, wie abenteuerlich dein Leben eigentlich schon ist. Wo wäre es an der Zeit, Jesus in ein neues Abenteuer zu folgen oder bei deinem Lebensabenteuer eine neue Level zu besteigen? Wo brauchst du den Zuspruch von Jesus, dass der Narrenhut auf deinem Kopf in Wirklichkeit eine Königskrone ist? Jesus sagt heute und jetzt ganz persönlich zu dir: Ich lade dich ein zu einem Leben voller Abenteuer. Dein Leben muss nicht langweilig sein, öde und trocken. Ich liebe Abenteuer. Dein Leben kann etwas ganz Besonderes sein. Lass los und vertrau mir. Ich verspreche dir, dass das Leben mit mir auf lange Sicht gesund ist und glücklich und frisch und von tiefer Liebe erfüllt. Auch wenn du manchmal den Eindruck hast, dass du dich zum Narren machst,
und dich resigniert fragst, was tue ich hier eigentlich? Du bist ein Königskind. Du trägst eine Königskrone. Ich, Jesus, lade dich heute und jetzt ganz persönlich ein. Vertrau mir. Leg dein Leben in meine Hand und es wird gut sein. Amen. Tiefe Gedanken und Fragen, Ermutigung. Lebe dein Leben so, als wenn es sinnlos wäre, gäbe es keinen Gott. Ein spannender Satz. Und dämpfe nicht den Geist. Vielleicht ist dir nach diesen Gedanken danach zumute, noch mal einen Moment innezuhalten, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Dazu lade ich dich und sie und euch ein. Und jetzt ist es dafür nötig, eine Gebetsgemeinschaft zu haben. Anonym, nicht vor Ort laut sprechen, sondern via Smartphone. Über die Seite menti.com, dort im Smartphone, im Browser das öffnen und dann den Code, der eingeblendet wird, in dieses Feld eingeben. Und dann kannst du, können sie, ihr Gebetsanliegen hineingeben. Vielleicht den Dank, wo du das erlebt hast, wo dein Leben abenteuerlich geworden ist, wo Gott dich schon herausgefordert hat, mit dir den Schritt vom Einsatz zum Dreier gegangen ist oder vielleicht sogar bis Acapulco. Oder aber, wo du sagst, Herr, lass mich das erleben. Unser Dank und unsere Bitten wollen wir digital in Echtzeit miteinander bringen. Und wenn du sagst oder sie sagen, da habe ich überhaupt keinen Zugang zu, die Anliegen, die die Leute schreiben, werden sie gleich auch vor Ort auf der Leinwand sehen. Und dann nehmen sie das einfach mit als ihre Anliegen, beten für die Menschen, die das geschrieben haben oder aber auch beten ganz allein für sich. Und währenddessen läuft ein Lied, das, mit dem wir auch unseren Glauben bekennen können, das im Stillen sonst auch mittun können. Lasst uns miteinander beten. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus sein. An den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt und erlöst. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den Dreieinen. Das Leben nach dem Tod, ich glaube.
Wir beten weiter. Papa im Himmel, du siehst unsere Politik. Es ist eine heftige Zeit. Es sind tiefgreifende Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Wir möchten dich bitten um die nötige Ruhe und Weisheit für die herausfordernde Situation. Ich bitte dich, dass du auch da bist, wo es gerade sehr emotional zugeht mit allen Verschwörungstheorien und allem, was so unterwegs ist an Dingen, die die Menschen bewegen. Möchte ich bitten, dass du unsere Politiker beschützt, sei bei ihren Familien, in ihren Sitzungen, in all den Kämpfen, die im Hintergrund stattfinden, vielleicht auch in ihrer Verzweiflung und Angst. Schenk, dass unsere Politiker erfahren dürfen, du bist größer. Vater, du schaffst es, die ganze Welt, die ganze Menschheit im Blick zu haben und den Einzelnen dabei nicht zu übersehen. Wir würden das gerne von dir lernen. Wir beten um deine Hilfe für die großen Konfliktherde auf unserer Welt, ja, wo Menschen wirklich unter Gewalt und Hass noch leiden, unsagbar. Und wir beten für alle Regionen auf dieser Welt, wo auch im 21. Jahrhundert noch immer Armut und Hunger herrscht. Bitte zeig du uns, wo wir uns in unseren Möglichkeiten mit einsetzen können sollen, um Hilfe zu bringen. Und wir bitten dich, wo in Deutschland die Welt zusammenkommt. Lass uns den Nächsten mit deinen Augen sehen. Und all das, was wir noch nicht gebetet haben, wollen wir mit den Worten beten, die du, Jesus, uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind fast am Ende unseres Pfingsttreffens. Danke, dass ihr dabei wart. Und bevor ich jetzt gleich auch die zugeschalteten LKGs verabschiede, noch eine Bitte oder einen Wunsch. Wir haben in den letzten Jahren immer auch Kollekten beim Pfingsttreffen gesammelt. Das ist alles nicht möglich. Wir haben damit unsere Partnerschaft, die Clotaires in Haiti, unterstützt, die dort die missionarische Landwirtschaftsschule aufbauen und auch leiten. Und da passiert ganz viel und gerade auch in Haiti ist das Thema Corona ganz, ganz heftig. Wir möchten euch bitten, dass ihr vielleicht in den nächsten Tagen, vielleicht im Lauf dieser Woche, uns da was zukommen lasst. Wir wollen eine Kollektenspende sozusagen einsammeln über unser CJB-Konto, was zur einen Hälfte für Haiti sein soll und zur anderen Hälfte für die Kostendeckung unseres Pfingsttreffens digital. Denn auch wenn alle Inhalte nichts gekostet haben für euch, trotzdem entstehen Kosten durch den Referenten, durch die Technik, durch auch zwischendurch Versorgung für die Techniker und auch uns, die wir hier miteinander unterwegs sind. Das ist alles auch was Geld kostet. Wenn ihr uns da was auf unser Konto überweist, die Kontodaten findet ihr unter dem Stream auf der Homepage, sind wir sehr dankbar und vielleicht können wir ja Ende nächster Woche beim CJB Live am 12. Juni dann auch sagen, so viel ist zusammengekommen. Herzlichen Dank, wenn Gott euch das aufs Herz legt. Und jetzt ihr Orte, wo ihr in den LKGs jetzt geschaut habt,
Ich sage, schön, dass ihr dabei wart. Durch Corona müssen wir euch jetzt verabschieden. Danke, Gott segne euch, kommt gut heim. Und für alle anderen, bleibt noch kurz dran für die letzten paar Ansagen. Und vor Ort sagt euch euer Prediger jetzt vielleicht noch, spricht euch einen Segen zu und dann einen guten und gesegnete Pfingstzeit. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, nochmal zu sagen, hey, da ist heute nochmal was aufgegangen bei mir. Dann meldet euch bei Christine, Sammy oder mir. Ihr dürft uns auch gerne einfach die Anliegen schicken, wo ihr sagt, hey, betet da für mich, dass ich wachse, dass ich vielleicht den Mut habe, auf den nächsten Turm zu gehen, wo Jesus schon steht und wartet und mich ins Abenteuer hineinnimmt. Dann sind wir da gerne mit euch unterwegs, und da, dass wir da miteinander sind. Oder betet da vor Ort auch füreinander. Sagt euch konkret vielleicht auch, was da so dran ist. Aber wir sind da gerne für euch erreichbar, auch wenn wir in den nächsten Tagen auch mal ein paar Tage Urlaub haben werden. Aber wir nehmen das mit dann auch zum Beten. Ich lade euch ein zu CJB Live. Auch wenn Jugendarbeit seit gestern irgendwie wieder möglich ist, was sicherlich für manche total gut ist, weil sie sich einfach danach sehen, wieder mal Leute zu treffen. Aber wir müssen noch kurz überlegen und ein Konzept schreiben, wie das aussehen kann. Das wird in der nächsten Woche noch passieren. Werden wir trotzdem erstmal noch weiter streamen. Im Moment planen wir das noch bis Ende Juni. Also wir haben noch ein bisschen Luft, wenn ihr mögt, bis zum 26.06. Und dann gucken wir einfach auch mal weiter und wollen mal hören, wie das bei euch so vor Ort aussieht, wie das geht. Am kommenden Freitag mit Markus Klein aus Fürth, am 5. Juni und am 12. Juni mit Alexander Pauli aus Hersbruck. Seid da gespannt, mal ganz andere Stimmen auch nochmal mit hineinzunehmen. Und das Thema Let My People Grow ist auf jeden Fall dabei. Das war's. Pfingsten 2020, Pfingsten live, wachsen. Mir bleibt einfach nur noch Danke zu sagen. Einmal an Fossi, dass er sich auf dieses Experiment eingelassen hat. Ich fand es sehr herausfordernd und ermutigend, ihn zu hören, habe da auch für mich selbst einige Gedanken mitgenommen. Dann gibt es Leute, ohne die wäre dieses Treffen so nicht möglich gewesen. Wir haben Techniker, die in den letzten Wochen richtig gerockt haben, die Stunden investiert haben, hunderte Kilometer gefahren sind, um zum Beispiel auch für die Musik zu sorgen. Wow, danke an euch drei, die ihr da wirklich viel, viel Zeit investiert habt. Das ist gigantisch. Ohne euch hätte es das alles so nicht gegeben. In der Halle würden wir jetzt applaudieren. Dann hatten wir Dekorateurinnen, die unser CJB Live-Studio nochmal ganz neu gemacht haben und wieder ganz anders. Finde ich auch gigantisch. Auch euch nochmal ein Danke, Chrissy und Judith. Ihr habt vorgeplant, gedacht und gehirnt und dann sogar gebaut. Das ist auch klasse gewesen. Und auch unsere Musikteams, die geprobt haben, die Zeit investiert haben aus Bernhardswinden, Fürth, Hersbruck, aus Steindl und Uffenheim. Danke, dass ihr uns mit unterstützt habt, auch an die drei Zeugniserzähler, wie Gott in ihrem Leben Wachstum geschenkt hat. Großartig, dass wir dadurch doch ein bisschen CJB sichtbar gemacht haben und die Vielfältigkeit und die Begabung und was Gott an euch getan hat. Danke. Dann euch als Zuschauer, dass ihr mal dabei wart. Das ist ermutigend, denn das war wirklich das Abenteuer. Machen wir das eigentlich für 5 oder für 10 oder für keinen? Dass es dann doch irgendwie zwischen 70 und 130, 140 Leuten oder zumindest Zuschaltern waren, hat uns einfach gefreut. Und zuletzt natürlich unserem gigantischen Gott, der uns Kraft gibt, der uns seinen Geist gegeben hat und selbst für uns da ist. Er hat uns wirklich geholfen mit seinem Geist, nicht durch Herr oder Kraft, sondern er selbst. Für uns war das hier somit der nächste Turm, Sprungturm. Wie wird das? Und trotzdem hoffen wir, dass wir uns bald bei euch vielleicht vor Ort wieder persönlich sehen oder nächstes Jahr Pfingsten live wieder in der Halle drüben, wenige Meter nur von hier entfernt, die jetzt schon seit so vielen Wochen leer steht. Danke für euer Dabeisein. Jetzt bleibt mir auch nur noch euch und Ihnen den Segen unseres großen Gottes zuzusprechen. Wenn ihr mögt, steht dazu auf. Und dann wollen wir uns unter diesem Gott, ja, stellen, unter seine Zusagen,
dass er wachsen kann. Der Herr segne dich und behüte dich im Wachsen, denn du meinst es gut mit uns, Herr. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, gerade auch in den Momenten, wo wir nicht den Mut haben, weiterzugehen. Aber deine Liebe ist ja weiter da. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden, dass du uns durch wirklich diese Abenteuer führst und dass du uns da hilfst, den Mut zu haben, die nächsten Treppen weiterzulaufen, mit schlotternden Knien, weil wir nicht wissen, wo es hingeht. Aber dein Friede steht darüber. So segne uns Gott mit seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Amen. Seid behütet und gesegnet. Jetzt tschüss, macht's gut und danke, bis wir uns wiedersehen. The universe declares your majesty.